Hallo und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Boah, die Woche ging jetzt echt richtig schnell vorbei und ich glaube, morgen ist sogar schon das erste Spiel von der EM. Mal sehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber es müsste eigentlich so sein, weil die beginnt ja am 10. Juni und endet am 10. Juli. Naja, sei es drum. Ja, ich wollte euch ein bisschen heute erzählen über das einfach so ein bisschen labern und mal schauen, was dabei rauskommt. Und wollte einfach mal damit anfangen, dass ich zurzeit mir überlegt habe, mir ein MacBook zuzulegen. Allerdings, wenn dann nur mit zwei Seiten, nämlich mit einer Mac-Seite und einer Windows-Seite. Und dann habe ich auf jeden Fall mal bei Apple angerufen und habe gefragt, ob das denn möglich ist, ob das geht. Und dann haben die gesagt, ja klar geht es, alles machbar. Nur, ich weiß es gerade, warte, ich überlege gerade, wie das nochmal war. Nur insofern, dass du dann mit Windows 8 oder Windows 10 hättest du haben können und Windows 7 plus, wenn du noch eine Lizenz hast. Und, tja, da ich ein Gewohnheitsmensch bin und ich Windows 8 und Windows 10 jetzt nicht unbedingt so gut finde, weil ich mit den zwei nicht so gut klarkomme, ich persönlich, und ich kann es auch nicht so, wie ein Programm, entschuldigt. Und ich kann es auch nicht so genau definieren, warum es so ist, aber ich sehe eben so. Und deswegen wollte ich Windows 7, aber da gibt es jetzt irgendwie gerade keine Lizenzen mehr. Also falls irgendjemand weiß, wo man eine Windows 7 Lizenz herbekommt. Ich habe auch schon bei Amazon geguckt und da gibt es die immer nur mit im Zusammenpaket oder so mit einem Laptop. Und falls jemand da irgendwie eine Idee hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall habe ich dann meiner Mom das erzählt und meine Mom hat dann auch versucht, mir zu sagen, alles wird gut und da finden wir schon eine Lösung. Aber da bin ich dann an den Punkt gekommen, wo ich mich gefragt habe, wird denn wirklich alles gut und findet man gerade eine Lösung? Es gibt gerade so viele Sachen da draußen in der Welt, so viele, was einen beschäftigen kann, so viel, wo man vor Angst oder wovor man Sorge haben kann, dass ich gerade wirklich mich frage, wie kann man zurzeit mit wirklich hundertprozentiger Sicherheit und Überzeugung zu seinen Kindern sagen, es wird alles gut? Weil wie viele Leute glauben gerade auch wirklich, ich meine wirklich richtig, wie viele Leute glauben dran, dass alles gut werden kann? Wie viele Leute glauben, dass gerade alles irgendwie sich wieder in Wohlgefallen auflöst? Wir haben gerade so viele Konflikte gefühlt auf diesem Planeten, dass irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, dieser Planet gerade nur noch ein Konflikt ist. Und dass irgendwie nur vor lauter Streitereien nicht mehr sieht, wo eigentlich gerade die schönen Dinge sind. Früher hat mir meine Mom immer diese Märchen vorgelesen, in denen es geheißen hat, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Dann habe ich mir immer die Frage gestellt, als ich dann älter geworden bin, ja, wo wollen die heute überhaupt noch leben? Ich meine, denn ihre Geschichte scheint ja so märchenhaft zu sein, so schön, so perfekt. Wollen die heute noch leben? Weil, ich meine, heutzutage habe ich so das Gefühl, was, wenn Schneewittchen und der Prinz heute noch leben würden, dann würden die sich trennen. Dann würden die sich eindeutig nach ein paar Jahren trennen und wer weiß, dann hätte er am Ende was mit Dornröschen. Oder wenn man einfach mal es anders betrachtet, nämlich mit diesen, wollen wir heutzutage wirklich den Gedanken leben müssen, dass es da draußen Drachen gibt? Ich meine, Drachen spucken Feuer. Gut, in Games of Thrones sind sie cool, aber in echt, jetzt stellt man sich mal vor, man läuft vor die Tür und will zum Markt und dann steht da plötzlich so ein riesen Drachen vor einem. Es ist doch nicht gut. Und ja, deswegen habe ich mich dann immer gefragt, was, wenn Märchen wirklich Wirklichkeit wären? Und mal abgesehen davon, dass es nicht so ist, aber wollen wir wirklich, dass diese Märchen enden mit und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute? Ja, damit vermitteln wir in meinen Augen irgendwie falsche Geschichten, nämlich dass das heute immer noch genauso schön ist wie damals. Ich habe oft zur Zeit mir gedacht, dass die Zeit, als ich ein kleines Mädchen war, viel einfacher war als heute. Weil wenn man klein ist, dann merkt man irgendwie viele Dinge nicht. Und dann merkt man, da hat man ja Furchtbares wahrscheinlich auch schon in Nachrichten gehört, aber da versteht man es einfach auch nicht. Und je älter man wird, je mehr versteht man und je schwieriger wird diese Welt, habe ich so oft den Eindruck. Und zurzeit bin ich gerade in einer Situation, wo ich mir einfach
einfach wieder zurückwünschen würde, ich wünschte, ich wäre wieder 5. Ich wünschte mir gerade zur Zeit sehr oft, ich wäre wieder 5 und könnte einfach wieder nochmal neu anfangen und einfach nochmal diese Welt, auch wenn es sich jetzt verrückt anhört, aber ich würde nicht in meiner Zeit 5 sein, sondern jetzt. Ich wünsche mir einfach jetzt wieder 5 zu sein, um einfach mal diese Welt wieder so zu sehen wie damals. Mit diesem, alles ist perfekt, alles ist toll, weil die Welt schon perfekt und riesig ist, nur weil ich einen Eisbecher bekomme mit 2 Kugeln Eis. Und heutzutage habe ich so oft den Eindruck, ja, es gibt nicht mehr diese Schönheit der Einfachheit. Es gibt einfach irgendwie immer, es muss immer mehr werden, damit die Leute noch den Eindruck haben, es ist schön. Es muss immer mehr werden und immer viel mehr und immer größer und vor allem immer wuchtiger und keiner achtet mehr auf diese kleinen Sachen. Sowas wie, ich finde es jetzt zum Beispiel so schön nachts, wenn ich den Regen höre. Das finde ich eine tolle Sache, weil ich einfach das so total beruhigend finde und bei uns gerade draußen schüttet es wie aus einem Eimer raus, aber ich finde es toll. Oder ich freue mich über, heute Mittag bin ich durch den Garten gelaufen, also, und dann habe ich diese kleinen gelben Butterblumen gefunden und das hat mich so gefreut, weil ich Butterblumen schon immer toll fand. Ich habe die früher auch immer gegessen und ich glaube, die haben nach Butter geschmeckt. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, also ich würde es jetzt nicht wetten, aber die hatten auf jeden Fall immer einen außergewöhnlichen Geschmack, fand ich. Und ja, über solche Kleinigkeiten sich freuen zu können, finde ich einfach noch das größte Talent. Oder auch wenn die Zeit gerade schwierig ist oder auch wenn gerade alles irgendwie doof auf einen wirkt, ich kann echt nicht sagen, dass man unzufrieden sein sollte. Ich meine, klar, das mit dem Mac ist jetzt gerade für mich eine etwas schwierige Situation und ich wünschte gerade, ich hätte eine schnelle, einfache Lösung, aber ich glaube einfach ganz fest dran, dass sich da irgendwie eine Lösung sich finden lässt. Und ja, ich finde trotzdem, dass die Zeit und alles gerade schön ist, weil ich einfach auf die Kleinigkeiten achte. Und deswegen mein Tipp an die Welt da draußen: Schaut nicht immer drauf, ob es jetzt ein neues Auto sein muss oder ob es ein Ding ist, sondern schaut doch einfach mal in euren Garten und schaut, ob da eine neue Blume wächst. Freut euch über sowas wie ein Kuscheltier, das ihr gerade wiedergefunden habt. Oder freut euch einfach darüber, dass ihr gerade eine Büchse Kekse habt, die viel zu viel Butter drin haben und deswegen richtig fett geworden sind und die ihr dann essen könnt. Freut euch einfach mal über die Kleinigkeiten. Freut euch über das, was euch im ersten Moment vielleicht als total komisch vorkommt, aber freut euch einfach über das, was jetzt ist und überlegt nicht, was morgen ist. Weil wenn wir anfangen zu überlegen, was morgen ist, dann glaube ich, dass die Welt eine Katastrophe wird. Weil ja, das Morgen sieht zurzeit, habe bei mir zumindest gefühlt und von dem, was ich so in den Nachrichten höre, immer wieder total düster an. Und deswegen denke ich einfach, wir sollten einfach mal von dem, was wir heute haben, leben. Weil, ja, wer weiß. Vielleicht ist morgen der perfekte Tag, vielleicht ist morgen auch so ein total furchtbarer Tag, aber das hilft uns ja heute nichts. Und heute müssen wir einfach leben, als ob heute heute ist und heute der perfekte Tag ist. Ja, ich hoffe, meine Nachricht, meine Message ist jetzt angekommen und ja, wenn euch mein Video gefallen hat, hinterlasst gerne einen Daumen hoch da, wenn nicht, dann eben nicht. Ihr könnt auch gerne ein Abo da lassen oder mir eine Nachricht schreiben, hier direkt auf YouTube oder eben über Twitter oder Facebook oder eben an die babe.riedmeier@outlook.com und wir sehen uns dann nächsten Mittwoch wieder. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und falls die WM, die EM, was? Die EM, entschuldigt, die EM anfängt, wünsche ich euch ein schönes erstes EM-Spiel und ja, bis dann. Tschüss!